Moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Zu heute darf ich herzlich begrüßen zu einem neuen Format. Und wie bereits auf Instagram angekündigt, werde ich eure Teams bewerten. Ihr hattet nämlich die Möglichkeit, mir auf Instagram eure Teams zu schicken. Seid nicht traurig, wenn ihr heute nicht drankommt. Ich habe mir nur 5 Stück rausgesucht und es waren einige mehr, die mir ihre Teams geschickt haben. Also sehr geil für euren Support. Danke dafür. In dem Format steckt eine Menge Arbeit. Wäre also fresh, wenn ihr dafür ein Like, Abo, Kommentar, was auch immer da lassen würdet. Auch wenn es beim Aufruf bleibt, würde mich freuen. Und wir gehen jetzt nach und nach die 5 Teams durch. Ich gucke mir das ein bisschen an, gebe ein paar Verbesserungsvorschläge und gebe dem Ganzen dann eine Abschlussnote. Ich werde das Ganze dann quasi von 1 bis 10 bewerten. Wenn der Bewertungsmaßstab noch nicht so gut ist, wundert euch nicht. Wie gesagt, das sind jetzt halt nur die ersten Teams und deshalb wundert euch an der Stelle nicht. Und wir fangen heute an mit Lenny und seinem Team. Und das Team sieht grundsätzlich schon mal ganz nice aus. Es gibt zwar ein, zwei Sachen, die ich auf jeden Fall noch ändern würde. Zu denen kommen wir gleich. Aber erstmal ist das ein grundsolides Team. So, was ich jetzt erstes machen würde, wäre die Formation ändern. Im Game kann man natürlich immer noch umstellen, aber erstmal die Formation ändern, damit man hier ein bisschen was ändern kann. So, und dann würde ich folgendermaßen vorgehen. Zum einen Fernan Torres raus. Dafür würde ich mit Salah gehen. Das Ding ist halt, Salah ist ganz schön teuer. Deshalb schlage ich erstmal die günstigere Variante vor, welche dann mit Adama Traoré gehen würde. Ist ja dieses Jahr ein absolutes Biest. Den würde ich hier hin tun. Dann würde ich Frenkie de Jong rausnehmen und dafür ein absolutes Biest dieses Jahr reintun. Und zwar Moussa Sissoko. Erstmal als normale Karte, die Road to the Final Karte ist ja relativ teuer. Dann muss natürlich noch Navas raus. Dafür würde ich dann Hector Bellerin, wenn man ihn hat, als Objective-Karte reinstellen. Oder demnach dann die normale Karte. Deshalb nehmen wir erstmal die normale. Des Weiteren würde ich dann noch ein bisschen was anders machen. Zum einen würde ich Umtiti rausnehmen, dafür würde ich dann Raphael Varane reintun. Der ist ja sicher eine absolute Maschine. Jordi Alba würde ich dann ebenfalls rausschmeißen und wer mag es wohl sein, Ferland Mendy, auch absolute Maschine, die ist ja auf der Linksverteidigerposition. Und so sieht das Team dann auf jeden Fall noch ein Ticken fresher aus, würde ich sagen. Lennys Team würde ich ohne meine Veränderung auf jeden Fall eine 7 von 10 geben. Und so, denke ich, kann man das auf jeden Fall dann auch immer noch spielen. Also klar, das andere Team war auch nicht schlecht. So mit Sissoko hat man dann auf jeden Fall noch einen defensiveren Part. Genau, und bei Hector Bellerin kann man dann natürlich noch das Objective machen. Das sind dann natürlich noch mal ein paar Spiele, die man machen muss. Aber die Karte lohnt sich, denke ich, auf jeden Fall. Ich werde sie wohl auch noch machen. Und an sich, finde ich, so, sieht das Team dann so um einiges fresher aus. Wenn ihr dafür noch sonst Verbesserungsvorschläge hättet, dann könnt ihr die natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben. Wenn man natürlich hier oben mit Salah gehen würde, wäre das nochmal alles ein bisschen schwieriger. Aber mit Traoré, denke ich, geht das ganz gut. Dadurch kriegt hier Bellerin seinen Strong Link. Longley kriegt sowieso ein. Und das geht dann ganz gut auf. So, Freunde, wir gehen über zu dem Team von Cedric. Und Cedrics Team sieht schon grundsätzlich sehr stabil aus, wie ich finde. Da kann man relativ wenig machen. Mir sind jedoch ein, zwei Sachen aufgefallen, die man vielleicht noch, wenn man noch recht viel Coins übrig hat, die man noch ändern könnte. Zum einen wäre das einmal Mbappé mit Sissoko tauschen. Dafür dann Mané raus. Das ist jetzt nicht wirklich dieser dramatisch bessere Wechsel. Aber da könnte man dann auf jeden Fall sich Neymar für reintun. Oh, ich habe ihn hier schon unten auf die Bank getan. So, Neymar dann da vorne links rein. Das wäre natürlich jetzt nicht diese gigantische Verbesserung im Vergleich zu Mané. Wäre auf jeden Fall eine Sache, die man vielleicht mal ausprobieren könnte, wenn man was Neues möchte. Die zweite Sache, die man vielleicht ändern könnte, wäre eben, wenn man die nötigen Coins hat. Das wäre dann Moussa Sissoko als Road to the Final Karte. Die kostet natürlich ein bisschen mehr, aber wenn Tottenham auch noch eine Runde weiterkommt und so, wäre das eine ganz stabile Karte. Grundsätzlich wäre es das jetzt schon. Ich meine, man könnte hier rein theoretisch noch Virgil van Dijk, da müsste man auch Walker tauschen, weil er nicht auf volle Chemie kommt. Von daher würde ich das an der Stelle so lassen. Dem Team würde ich auf jeden Fall auch vorher schon eine 9 von 10 geben. Sehr stabiles Team. Zwei Sachen könnte man noch ändern, vielleicht wirklich Neymar, obwohl Mané dieses Jahr auch eine absolute Maschine ist. Und wie gesagt, Sokko noch als Euroleague-Karte. Und dementsprechend würde ich sagen, das Team kriegt, wie gesagt, von mir eine 9 von 10. Und das wäre halt noch so ein bisschen was, was man ändern könnte. So, Freunde, wir kommen zum dritten Team von Silas. Ist auf jeden Fall auch ein sehr stabiles Team. Hier fällt mir aber direkt eine Sache auf, die ich ändern würde. Und zwar, finde ich, ist das Mittelfeld zu defensiv aufgestellt mit Valverde, Sissoko und Wijnaldum. Also auf jeden Fall drei Leute, die eher defensiv sind. Von daher würde ich hierfür vorschlagen, Valverde mit Sissoko zu tauschen. Sahar auf die Stürmerposition. Valverde ganz raus. Und im Endeffekt ist jetzt einem ziemlich freigestellt, welchen ZOM man hier hin tut. Das heißt, man könnte im Endeffekt jeden ZOM aus der Premier League nehmen oder auch einen Stürmer als ZOM umgestellt. Da könnte man dann natürlich auch, wenn man mit einer Doppelspitze spielen würde, also im 4-4-2, den Rashford hier rausnehmen, den Rashford sich als Inform holen. Rashford Inform ist dieses Jahr eine absolute kranke Karte, von daher kann ich den jeden nur empfehlen. Ist zurzeit auch ganz schön am Sinken. Dann könnte man ihn hier reinsetzen und im Endeffekt hat man dann ebenfalls hier auf dem rechten Flügel jede Freiheit, wie man sich da reinstellt. Da könnte man natürlich mit dem Salah gehen oder ebenfalls wieder mit einem Adama Traoré oder mit einem Gareth Bale. Wir nehmen jetzt einfach mal Gareth Bale.
beispielhaft und schon hätte man ein ganz stabiles Team und halt meines Erachtens nach auf jeden Fall hier noch einen offensiveren Part mit drin. Das ist natürlich auch Geschmackssache. Für mein Empfinden wäre es mir ein bisschen zu defensiv mit Valverde, Sissoko und Wijnaldum. So könnte man dann natürlich gehen. Dem Team von Silas würde ich auf jeden Fall eine stabile 8 von 10 geben vor den Änderungen. Und so denke ich, lässt es sich auf jeden Fall auch spielen. Wie gesagt, die Teams sind heute grundsätzlich alle sehr gut. Gibt da wenig dran, was man dran rütteln sollte, könnte, wie auch immer. So, und wir kommen zum Team von Mer. Ist auf jeden Fall auch ein sehr stabiles Team, wie ich finde. Ein, zwei Sachen würde ich hier dennoch ändern. Und zwar Rashford kommt da natürlich oben nur auf 2 Chemie. Deshalb würde ich hier erneut den Inform empfehlen. Des Weiteren finde ich, dass die Defensive im Mittelfeld natürlich gut ist mit Allen und Wijnaldum. Aber um den Ganzen vielleicht auch noch mehr Chemie zu geben, könnte man sich hier auch auf jeden Fall erneut Moussa Sissoko reinstellen. Oder eben ein Kanté, das ist natürlich auch Budgetsache. Kanté würde hier eben auch sehr gut reinpassen. Deshalb nehmen wir jetzt Kanté. Andernfalls könnte man da auch mit Moussa Sissoko gehen. Ansonsten habe ich auch gar nicht so viel weitere Änderungsvorschläge für das Team. Eine Sache wäre vielleicht noch, dass man eben Wan-Bissaka rausnimmt und dafür sich dann einen netten Walker reinstellt. Ich weiß, Walker ist ganz schön teuer, aber trotzdem hat er eine sehr stabile Karte dieses Jahr und auch chemietechnisch passt er da sehr gut rein. Und das wäre dann noch eine weitere Änderung, die ich dem Team eventuell geben würde. Wie gesagt, das ist alles nur mein subjektiver Geschmack an der Stelle, aber so würde ich das Team auch auf jeden Fall noch ändern. Vorneweg wäre es auf jeden Fall eine solide, wieder eine 9 von 10, würde ich sagen. Und so auch auf jeden Fall spielbar. Ihr könnt mir natürlich zu jedem einzelnen Team auch eure Meinung in den Kommentaren sagen, ob ich da kompletten Bullshit zu sage, ob ihr das Team vorher viel fresher fandet oder all solche Sachen. Und wie gesagt, ich kenne auch die Budgets nicht immer unbedingt. Das heißt, quasi ein Kanté ist natürlich ganz schön teuer. Deshalb halt auch ein Sissoko. Ich versuche mal so beide Varianten wie möglich darzustellen. Zum Beispiel, wenn man hier unten Walker sich nicht leisten kann, was auch immer, dann könnte man da natürlich auch wieder mit Wan-Bissaka gehen, der ja dieses Jahr auch eine sehr stabile Karte hat. Ich versuche einfach nur ein bisschen Veränderungsvorschläge zu geben oder vielleicht ein paar Ziele, wo man mit seinen Coins hinsparen könnte. Und wie gesagt, an der Stelle nochmal, seid nicht traurig, wenn ihr dieses Video nicht dabei seid. Ich habe so viele Teams bekommen. Ich werde auf jeden Fall noch eine zweite Episode drehen und da werden dann der Rest der Teams noch rankommen. Und ihr könnt mir natürlich jederzeit weiter auf Instagram eure Teams schreiben. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Team, das Team von Gio. Ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Team, wie ich finde. Vor allem, weil wir hier 3 Ligen drin haben. Einmal die spanische, die deutsche und die französische. Sieht auf jeden Fall sehr stabil aus, wie ich finde. Für das Team habe ich tatsächlich auch nur relativ wenig Änderungsvorschläge, weil es halt eben recht umfangreich gebaut ist. Und ich weiß natürlich nicht, wie weit man da noch welche Spieler behalten möchte und so weiter und so fort. Und meine Investitionen in diesem Team werden auch wieder ein bisschen kostspieliger. Zum einen könnte man in dieses Team Raphael Varane packen. Und wenn man hier Varane reintut, kommt natürlich Jesus Navas nicht mehr auf volle Chemie. Dafür könnte ich dann Mukele empfehlen. Die Frage ist halt bloß, ob man ihn gemacht hat. Das ist jetzt hier die Frage. Wie gesagt, ich weiß natürlich nicht, ob Gio ihn gemacht hat, aber man könnte dann natürlich hier mit Mukele gehen. Das wäre natürlich sehr geil, finde ich. Und dann könnte man noch Wissam Ben Yedder mit einem sehr teuren Kandidaten tauschen. Ich denke, ihr wisst alle, wer jetzt kommt. Und zwar Kylian Mbappé. Dieses Jahr eine absolute Maschine vorne im Sturm und ich kann ihm jeden nur empfehlen. Und somit wäre das Team natürlich noch ein Ticken fresher, wie ich finde. Ist aber halt sehr kostspielig. Die Frage zum einen, ob man Mukele gemacht hat, Varane ist recht teuer und Mbappé natürlich sowieso. Ansonsten ist das Team sonst sehr stabil. Ich würde dem Ganzen vor meinen Änderungen auf jeden Fall eine 8,5 von 10 geben. Wenn nicht sogar eine 9, aufgrund, dass es halt einfach mal was anderes ist. Des Weiteren könnte man natürlich hier auch noch in dem Team Lewandowski tauschen, welcher jetzt ja ein Inform bekommen hat. Das heißt quasi, da könnte man sich auch nochmal ein bisschen upgraden. Ansonsten, sehr stabiles Team. Und dann sind wir jetzt auch schon mit allen 5 Teams durch. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne eine Bewertung da. Würde mich freuen, aktiviert die Glocke, Abo, alles mögliche, ihr kennt das Prozedere. Und schreibt mir bei der Gelegenheit gerne nochmal eure Verbesserungsvorschläge für die Teams in die Kommentare und wie ihr die Teams so findet. Das würde mich auch sehr interessieren. Grundsätzlich, wie gesagt, das ist hier nur meine Meinung gewesen. Ich fand, alle Teams waren schon vorher sehr gut. Ich habe da nur ein bisschen so meinen Touch mit reingebracht. Und in dem Sinne wünsche ich euch noch allen einen schönen Abend. Wiederschauen, reingehauen, haut rein, ciao.